Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert warnt die Wissenschaft vor der Klimakatastrophe. Die Maßnahmen dagegen sind auch bekannt. Doch die Brücke zwischen beiden ist und bleibt die Politik. Dem Klimawandel sind Regierungskrisen und Übergangskabinette egal. Verwalten und nicht gestalten wird die Welt nicht retten. Unser Thema heute Abend, Wahlkampf, Hit, Klimarettung, wer handelt jetzt, wer redet nur? Die Politik scheint offensichtlich rechtzeitig zur Wahl das Klima und die Umwelt als Thema zu entdecken. Die Zeit der großen Ankündigungen sollte längst vorbei sein. Heiße Luft haben wir in der Atmosphäre mehr als genug. Gletscher schmelzen. Überschwemmungen und Dürren nehmen zu. Lebensräume verschwinden. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Der Appell der 16-jährigen Greta Thunberg im Kampf gegen den Klimawandel trifft den Nerv einer ganzen Generation. Von Spanien über Neuseeland bis nach Syrien heißt es jeden Freitag Protest statt Schule. Das Ziel, die Einhaltung der Pariser Klimaziele, die eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad vorsehen. Und die Politik? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt letztes Jahr höhere Steuern auf Benzin und Diesel an. Die Folge, wochenlange Proteste der sogenannten Gelbwesten. Am Ende lenkt Macron ein. In Deutschland erleben die Grünen derzeit einen Höhenflug. Wahlsieger bei der EU-Wahl und nun in Umfragen sogar auf Platz 1. Und auch in Österreich haben die Parteien den Umweltschutz für sich entdeckt. Wir haben jetzt mit dem Plastiksackerlverbot eine erste wichtige Maßnahme gesetzt. Wir müssen genau dort ansetzen, wo die wirkliche Ungerechtigkeit ist. Dass das Fliegen viel zu billig ist, dass es steuerprivilegiert ist. Wir müssen die Energiewende annehmen und so schnell wie möglich daran arbeiten, dass wir auch in Österreich eine dekarbonisierte Gesellschaft haben. Ich glaube, wir müssen klar sehen, dass die Frage des Umweltschutzes, der Klimaschutz eine entscheidende Zukunftsfrage ist. Wir haben es hier mit einer der größten Herausforderungen der Menschheit zu tun. Für Greta Thunberg ist die Zeit der großen Ankündigungen vorbei. Sie verlangt von der Politik zu handeln. I want you to act as if the house was on fire. Meine Gäste heute Abend, Walter Rauch, der Umweltsprecher FPÖ, sagt, wir stehen für einen Natur- und Umweltschutz mit Hausverstand. Notwendige Maßnahmen müssen gesetzt werden, aber nicht gegen die Menschen, sondern mit den Menschen für die nächsten Generationen. Werner Kogler, der Bundessprecher, die Grünen kritisiert, am Plakat sind alle Parteien Klimaschützer. Im echten Leben kämpfen wir Grüne oft allein für Klimagerechtigkeit. Jürgen Schneider, der Leiter Sektion Klima im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, betont, Klimaschutz ist die größte politische, gesellschaftliche und persönliche Herausforderung unserer Zeit. Katharina Rogenhofer, die Mitinitiatorin von Fridays for Future, derzeit ausschließlich Sprecherin, Projekt Klimavolksbegehren, mahnt, wir alle verdienen eine lebenswerte Zukunft, deshalb darf Klimaschutz nicht Verhandlungssache sein. Und Axel Kühner, der Vorstandsvorsitzende Greiner AG, einer Kunst- und Schaumstoffkonzern, sagt, intelligente Verpackungen schützen das Klima. Online können Sie unter debatte.orf.at/im Zentrum diskutieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Ich will, dass ihr so handelt, als ob das Haus in Flammen steht. Dieser Satz von Greta Thunberg, den hat sich offenbar die erste Gemeinde in Österreich zu Herzen genommen, die am Donnerstagabend den Klimanotstand ausgerufen hat. Und zwar ist das die Gemeinde Michaelerberg-Bruckern in der Obersteiermark, 1150 Einwohner. Bei uns im Publikum zu Gast der Bürgermeister Hannes Huber. Herr Huber, was haben Sie da einstimmig im Gemeinderat beschlossen? Wir haben einstimmig den Klimanotstand ausgesprochen, weil wir der Meinung sind, dass es nicht 5 vor 12, sondern 2 vor 12 ist. Und wir wohnen im alpinen Gelände. Der alpine Raum ist besonders gefährdet aus unserer Sicht. Und das war der Grund, dass wir gehandelt haben.
Jetzt haben Sie seit mehr als 10 Jahren ein Bioheizwerk, mit dem Sie eben die Schulen, den Kindergarten, die Vereine beheizen. Welche Maßnahmen werden Sie denn jetzt noch treffen? Das wäre wahrscheinlich jetzt zu früh, konkret Maßnahmen anzubieten. Wie gesagt, dieser Anschluss an diese Heizwerke vor 10 Jahren, glaube ich, war ein guter Schritt. Daran wollen wir auch weiterarbeiten. Wir sind bei der Klimaanpassungsmodellregion dabei. Wir haben heuer im Frühjahr einen Vortrag zum klimafitten Wald organisiert. Also alles Dinge, die uns beschäftigen. Und wie gesagt, wir waren die letzten 15 Jahre oft leitgeprüft mit Unwetterkatastrophen, Enzhochwasser, Föhnsturm, das Sölk-Unglück und nebenbei auch das Sattental, wo wir an der Kippe waren. Sie wollen ein Signal setzen, offenbar auch für andere Kommunen und Städte, oder? Wir sind die erste Gemeinde in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland gibt es mehrere. Wir wollen mit dieser Aktion Signal setzen, wollen andere Gemeinden motivieren, auch mitzumachen. Und vor allem wäre es interessant, wenn sich Städte bereit erklären, bei uns dabei zu sein und mit uns zu kämpfen in diese Richtung. Jetzt versuchen Sie als Kommunalpolitiker in Ihrem Bereich was zu tun. Was glauben Sie persönlich, was der Grund ist, warum die Politik auf der viel höheren Ebene zu wenig tut oder zu langsam? Ich glaube, das ist auch die Politik der Lobbyisten. In Brüssel gibt es davon 25.000, die vor allem Parteien in Regierungsfunktion doch immer versuchen zu beeinflussen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, es müsste einen Schulterschluss aller Parteien in Österreich geben zu diesem Thema und parteiübergreifend Konzepte arbeiten und in Ausschüssen Projekte und Konzepte gemeinsam in die richtige Richtung bringen, ohne zu schauen, was macht der eine, was macht der andere. Ich glaube, man müsste das gemeinsam anpacken. Vielen Dank, Frau Rogenhofer. Ich habe eingangs schon erwähnt, Sie waren die Mitinitiatorin von Fridays for Future in Österreich. Sie waren eigentlich für die UN in Katowice, eben beim Klimagipfel, und haben dort Greta Thunberg dann kennengelernt und sind dann quasi auf die andere Seite gegangen. Ich muss dazu erwähnen, Sie sind politisch nicht aktiv, sondern Sie sind wirklich als Zivilgesellschaft, als Mitglied der Zivilgesellschaft hier. Was glauben Sie, warum eben mehr geredet und wenig gehandelt wird? Warum mehr geredet wird, weiß ich nicht. Es sollte nämlich schon längst gehandelt werden. Das zeigt uns Greta Thunberg auf, aber das zeigt auch die breite Bewegung, die sich jetzt in Österreich bildet. Weil wir haben es gehört, Hitze im Sommer, Dürreausfälle, Wald, der stirbt durch den Borkenkäfer. Das ist alles Realität jetzt. Es darf nicht mehr Lippenbekenntnisse geben und es darf auch nicht mehr Verhandlungssache sein. Und die breite Bewegung zeigt einfach, dass jetzt Menschen gemeinsam für das Thema aufstehen, deren gemeinsame Vision eine lebenswerte Zukunft ist und die auch wissen, dass Maßnahmen gesetzt gehören. Und wir beim Klimavolksbegehren wollen diese Stimme ins Parlament tragen und tatsächlich auch das vertreten als breite Bürgerinnen- und Bürgerbewegung. Herr Schneider, jetzt ist es so, dass es ja einen Energie- und Klimaplan gibt. Den mussten alle EU-Mitgliedstaaten abgeben. Bis Ende Juni wird er von der EU-Kommission eben geprüft. Dann gibt es unter Umständen Wünsche nach Verbesserung, nicht nur Wünsche, sondern eben auch Forderungen nach Verbesserung. Und bis Ende des Jahres muss dann wirklich das endgültig nach Brüssel gemeldet werden. Das heißt, auch wenn wir Wahlen haben am 29. September und unter Umständen erst Ende des Jahres eine neue Regierung, wird dieses Übergangskabinett oder diese Bundesregierung dann diesen neuen Plan hinschicken müssen. Sie sind einer der Autoren, wenn nicht der Autor von diesem Klima- und Energieplan. Können Sie mal den Menschen zu Hause sagen, was sind denn jetzt wirklich die 3 wichtigsten Schritte, wo Sie sagen, die müssen umgesetzt werden, die stehen im Plan drinnen? Es ist schwierig, 3 Schritte zu identifizieren, weil die Themenstellung, vor der wir stehen, ist letztendlich ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das vor allem auf der Nutzung fossiler Energie, Kohle, Öl und Gas basiert, innerhalb weniger Jahre umzubauen in ein hocheffizientes System, das im Wesentlichen auf erneuerbare Energie basiert. Das heißt, es geht nicht nur darum, einen Knopf zu drücken, eine Maßnahme zu setzen, sondern es geht darum, dass letztendlich alle wesentlichen Akteure mitarbeiten. Wir haben zum Beispiel als eine der Flagship-Maßnahmen, dass wir wollen, dass Österreich das erste Land der Europäischen Union ist, das bereits 2030 zu 100% erneuerbaren Strom erzeugt. Wie gesagt, wären wir Erste damit. Da braucht es rechtliche Rahmenbedingungen. Wir arbeiten derzeit auch
wenn wir jetzt nur ein Übergangskabinett haben in der Regierung, an diesem Gesetz. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Ein anderer Punkt, der uns ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel in der Fläche, es gibt immer noch 600.000 Haushalte in Österreich, die mit Öl heizen. Das ist keine Technologie des 21. Jahrhunderts. Wir haben bereits mit mehreren Bundesländern vereinbart, dass sie Ölheizungen im Neubau verboten haben. Das ist nur der erste Schritt. Wir werden auch den Bestand anfassen. Wir haben ein großzügiges Förderprogramm aufgelegt, um eben auch den Raumwärmesektor fossil frei zu bekommen. Das ist ein zweiter wesentlicher Schritt. Ein Sektor, der uns besonders Sorgen bereitet, das will ich gar nicht verhehlen, ist der Sektor Mobilität, der Verkehr, wo wir zum Beispiel jetzt schon Elektromobilität fördern, wo wir aber auch wissen, dass das, was wir bisher im Plan beschrieben haben, noch nicht ausreicht. Da müssen wir auch die nächsten Wochen und Monate intensiv nutzen, um noch weitere Maßnahmen zu identifizieren, um dann eben einen Plan nach Brüssel melden zu können. Jetzt sagen Sie selber, dass das nicht ausreicht. Die European Climate Foundation hat sich eben die ganzen Entwürfe angesehen von allen Mitgliedsländern und sagt, dass eigentlich kein EU-Mitgliedstaat sich auf einem guten Weg zur Erfüllung eben befindet. Und Österreich kommt in diesem Ranking überhaupt nur auf Platz 19 unter 28. Und beim Verkehr sind wir überhaupt nur auf Platz 22. Das heißt, Sie rechnen damit, dass hier Verbesserungen starke gemacht werden müssen? Vielleicht ganz kurz. Also der Plan ist dazu da, zu zeigen, dass die Europäische Union ihre Verpflichtungen, die sie im Pariser Übereinkommen abgegeben hat, auch einhält. Für uns ist maßgeblich, was uns die Europäische Kommission dazu zurückmelden wird. Wir erwarten die Rückmeldung nächste oder übernächste Woche. Und wir haben Signale von Seiten der Europäischen Kommission, dass die bei den Zielsetzungen, die wir haben, im Großen und Ganzen sagt, das passt eigentlich ganz gut, was ihr euch da vorgenommen habt. Es gibt einige Bereiche, wo die Kommission, nach dem, was wir jetzt einmal vorab hören, sagen wird, da müsst ihr bitte konkreter werden und den Punkt nehmen wir auch. Ja, aber das ist genau die Geschichte. Gut, dann wären wir konkreter. Wir haben ja zwei von der Politik da, Ziele zu formulieren, das wissen wir. Aber wie schaut es mit den Maßnahmen aus? Also Sie beide kennen sicher eben den nationalen Energie- und Klimaplan. Also was, glauben Sie, wird hier zu kritisieren oder zu verbessern sein? Also ich wäre nicht so optimistisch wie der Kollege Schneider, den ich im Übrigen schätze. Ich glaube, er kann für dieses Werk nicht so viel, weil in Wahrheit handelt es sich hier um ein Klimaschutzloch und um keinen Klimaschutzplan. Eigentlich sollte er Maßnahmen festlegen. Die Strategie gäbe es ja. Der Plan ist dazu da, Maßnahmen mit der Union zu vereinbaren. Und das Urteil wird bei Weitem nicht so gut ausfallen, wie hier in den Raum gestellt wurde, glaube ich. Und ich möchte da gleich einen Grundzeugen zitieren, nämlich den Professor Kirchengast, der ja im Nationalen Klimaschutzkomitee der wissenschaftliche Vertreter ist. Dieses Komitee ist immerhin nach § 4 Absatz 4 Klimaschutzgesetz eingerichtet und das lässt nichts Gutes erahnen. Der schreibt mehrmals an den Kanzler Kurz und das finde ich jetzt wirklich sehr bedenklich und ärgerlich, wie sich die Regierungsspitze hier verhält, weil die nicht einmal antworten. Also er schreibt noch im Frühjahr jetzt an den Bundeskanzler. Als Vertreter der Wissenschaft in diesem Komitee geht er darauf ein, dass die erste übermittelte Stellungnahme vom 30.11.18 schon, die war dann gleichlautend in der Beilage, zu diesem Plan hier nämlich, keine Reaktion erhielt. Also das fängt schon mal an. Also diese Zukunftsvergessenheit und Machtbesessenheit, sich um alles Mögliche zu kümmern, aber nicht um den Klimaschutz, ist schon mal ärgerlich. Sagt er dann, Kirchengast, werde ich nochmal nachdrücklich aus folgendem Grund bewusst primär mich an Sie wenden, um das entsprechende Leadership in der Bundesregierung einzufordern. Und ich lese nicht alles vor, keine Sorge, aber dann sagt er, er identifiziert, er Kirchengast, der wissenschaftliche Vertreter in diesem Komitee, das aus wissenschaftlichem Blickwinkel auf die notwendigen Veränderungsprozesse als größte aktuelle Barriere für einen erfolgsfähigen Klimaplan eine politische Blockade zu erkennen ist. Und dann fordert er nochmal die Regierung auf, was zu tun. Das sagt er zu diesem Plan, weil da nichts weitergeht. Aber können Sie einen konkreten Punkt sagen, wo jetzt die Menschen auch zu Hause verstehen, sagen, das fehlt da total und das... Ja, das
Es fehlt so gut wie alles an Maßnahmen. Ich kann den Plan ja dem Kollegen Rauch, der sitzt eben im Nationalrat auch, darüber geben, dann soll er irgendeine konkrete Maßnahme identifizieren. Es sind ein paar Ziele drinnen und die sind nicht mit Maßnahmen unterlegt. Das einzig Tolle, was da drinnen steht, auf immerhin so am dicken Backen, ist die Verdoppelung des Fahrradverkehrsanteils bis 2025, glaube ich. Aber auch da wird kritisiert, dass das nicht weiter ausgeführt ist. Aber bitte. Also, ich gebe sie mir gern rüber oder auch dem Herrn Schneider. Sie sollen einmal identifizieren, wo hier eine konkrete Maßnahme drinnen ist. Können Sie sich gerne einmal austoben da dran. Ne? Nehmen Sie das einmal und erklären Sie den Zusehern und zitieren Sie jetzt irgendwas, was ich gefragt wurde. Ich muss den Unsinn ja nicht erklären. Nein, ich muss das ja nicht erklären. Ich kenne das Papier, Werner Kogler. Das ist ein Loch. Werner Kogler, ich kenne das Papier. Du formulierst immer sehr, sehr drastisch und pointiert, das ist legitim. Nichtsdestotrotz, der Jürgen Schneider, der maßgeblich an diesem Entwurf beteiligt ist und auch inhaltlich das aufbereitet hat mit der vorigen Regierung, dass wir auch dementsprechend hier Maßnahmen in den letzten 18, 19 Monaten dieser Regierungstätigkeit durchgeführt haben und dass ein sehr guter Konsens war und diese drastischen Maßnahmen oder Szenarien, die du hier darlegst, die stimmen ja in der Art und Weise nicht. Ich habe ja nur den Herrn Professor Kirchengast zitiert. Ich verstehe, ich noch gar nicht gesagt. Nein, ich weiß schon, aber das ist das Zitat in dem Bereich im Nationalen Klimakomitee, wo ja selbst drinnen sitzt, auch in diesem Gremium. Und da wird sehr, sehr konstruktiv diskutiert. Es werden dort auch Maßnahmen an den Tag gelegt. Und hier gibt es zu 99% einen Konsens von allen Beteiligten, auch von den Sozialpartnern, wie hier in diesem Bereich vorgegangen werden muss. Und ich kann nur sagen, zu den Maßnahmen, der Jürgen Schneider hat es schon erwähnt, was alles passiert ist in der Vergangenheit, auch im Bereich der erneuerbaren Energien, im Energiesektor, im Mobilitätsbereich. Geht ja um die Zukunft, was dazu passiert. Genau, und jetzt geht es darum, dieses Papier ist ja noch nicht umgesetzt. Es geht jetzt definitiv darum, hier auch Maßnahmen zu setzen und in diesem Prozess laufend auch zu implementieren, diese Maßnahmen. Aber interessant ist, ich weiß ja nicht, sagen Sie, wie Sie das sehen. Offenbar, ich kann mich erinnern, dass einer der ehemaligen Umweltminister, und natürlich haben wir auch die aktuelle Umweltministerin eingeladen, die, glaube ich, sogar aus Ihrem Ort kommt, Herr Bürgermeister, oder? Die Frau aus Michaelerberg. Ja, die kommt aus Ihrem Ort. Also vielleicht aus unserer Gemeinde. Ja, genau, aus Ihrer Gemeinde haben Sie vielleicht einen besseren Draht dann. Zu uns ist in die Sendung nicht gekommen, aber wir freuen uns natürlich, dass Herr Schneider da ist. Aber ein ehemaliger Umweltminister hat einmal gesagt, das Problem ist, dass wir eigentlich 4 Umweltminister immer haben, weil es eben über 4 Ministerien drüber geht. Übers Umweltministerium, übers Finanzministerium, übers Wissenschaftsministerium und das ist offenbar das Problem. Heute in der ZIP 1 ist auch darum gegangen, Sie haben schon erwähnt, Herr Schneider, im Verkehr muss mehr gemacht werden. Und dann hat es aus Ihrem Ministerium geheißen, zu dem Plan, einen Arbeitsentwurf zu kommentieren, erscheint uns derzeit nicht sinnvoll. Für den Verkehr sind wir zudem inhaltlich nicht zuständig. Klar ist, dass es im Verkehrsbereich Handlungsbedarf gibt. Und aus dem Verkehrsministerium hat dann Andreas Reichert eben gesagt, federführend verantwortlich ist das Umweltministerium. Aktuell handelt es sich lediglich um einen Entwurf. Von Seiten des Verkehrsministeriums wird das Thema eben sehr ernst genommen. Also das Infrastrukturministerium habe ich jetzt vorher vergessen. Ich habe den Beitrag gesehen. Also dieses Hin- und Herschieben, ist das offenbar das Problem? Sollte es ein Zentralministerium geben oder müsste das quasi das Bundeskanzleramt übernehmen? Es ist ein Kompetenzproblem. Ich glaube nicht. Und ich habe das auch in den letzten 18 Monaten so gesehen, dass es kein Kompetenzproblem war. Und man hat auch gesehen, in den Inhalten, die da transportiert wurden in den letzten 18 Monaten, wesentlich mehr als in den letzten 10, 15 Jahren, dass hier wirklich... Welche Inhalte? Sagen Sie mal einen. Inhalte kann ich Ihnen ganz konkret erwähnen. Ja, die Nahverkehrsmilliarde, die auf den Weg gebracht wurde im Bereich des öffentlichen Verkehrs, das sehr, sehr wichtig wäre, in dem Bereich leider nicht umgesetzt werden kann jetzt in dieser Phase aufgrund dieser Übergangsregierung, was natürlich in der Kommunikation ein Nachteil ist. Das hat man gesehen in dem Beitrag heute in der ZIP1, dass es hier natürlich, wenn das eine Ministerium auf das andere die Verantwortung schiebt. Wir reden aber hier nichtsdestotrotz von einer Übergangsregierung und ich gehe davon aus, dass es nach dem... Sie das, wenn das ärgert mich, weil es auch nicht notwendig ist und die Kompetenzen hier ganz klar im Nachhaltigkeitsministerium liegen und hier auch die Kooperation auf der Beamtenebene sehr, sehr gut funktioniert. Das
kann ich bestätigen. Und ich glaube, da braucht man auch in der Kommunikation das eine oder andere, was noch nachgeschifft werden muss. Herr Kühner, wenn der Bürgermeister Huber sagt, dass er glaubt oder annimmt, dass eben die Lobbypolitik vor allem in Brüssel daran schuld ist, dass da so wenig weitergeht, fühlen Sie sich da eigentlich angesprochen? Also zunächst glaube ich mal, dass alle, die wir hier in der Runde sitzen, eigentlich ja das gleiche Ziel haben. Wir wollen einen Planeten am besten idealerweise besser weitergeben an unsere Kinder, als wir ihn übernommen haben. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter mit 12 und 16 und wir diskutieren zu Hause sehr, sehr viel über die Auswirkungen. Und Sie können sich vorstellen, die stellen mir auch ordentlich das Gas ein zu diesen Themen. Also das ist ein Thema, was überall präsent ist. Und ich glaube eben, dass wir als Industrie unsere Hausaufgaben dort selbst zu machen haben. Es wäre vermessen, wenn wir mit dem Finger auf die Politik nur zeigen, dass dort mehr passieren muss, sondern wir müssen selber in den Betrieben die Dinge beitragen, die wir tun können. Und ich weiß, dass das Thema Kunststoff derzeit natürlich quasi vielleicht ein bisschen verrückt wirkt, wenn ich sage, dass es eben einen positiven Beitrag für das Klima hat. Aber das hat es eben, weil es Leichtbau ermöglicht und geringere Emissionen hat. Gut, das wäre jetzt ganz was Eigenes nochmal, also Kunststoff als Klimaretter. Aber 1,6 Milliarden Euro setzt Greiner AG um 10.700 Mitarbeiter an 140 Standorten in 33 Ländern. Verpackungsproduktion macht 41% ihres Umsatzes aus. Sie sind jetzt aber trotzdem sehr geschickt dieser Frage ausgewichen, ob eben Lobbying was damit zu tun hat. Also es wird ja wohl Lobbying gemacht für die Plastikindustrie, oder? Also es gibt Lobbyverbände und die haben natürlich das Ziel, dass sie auch denjenigen, die Politik machen, aufzeigen, quasi was die Konsequenz des Handelns ist und was man auch tun kann. Deswegen ist aus meiner Sicht Lobbying deswegen nicht quasi negativ, nur wenn man sich für negative Belange einsetzen würde. Aber wenn Verbände aufzeigen, was man im positiven Sinne tun kann, beispielsweise Förderungsmöglichkeiten für mehr Recyclingkapazitäten zu schaffen oder auch die Förderung von energetischen Maßnahmen, also CO2-Reduzierungsmaßnahmen, dann sind das per se sozusagen nicht negative Inhalte. Auf jeden Fall ist es so, wenn man persönlich eben was tun will für Klima und Umwelt, dann denkt man eben mit Energiesparlampen, mit Ökostrom, Fahrradfahren und biologischen Produkten, verbessern Sie vielleicht eben Ihre persönliche ökologische Bilanz und dann verbringen Sie ein paar Stunden über den Wolken und die Bilanz ist dahin. Fliegen verbieten und alles ist gut. Klimakiller Nummer 1, für viele das Flugzeug. Und tatsächlich, wer von Wien nach London und zurückfliegt, sorgt für mehr als eine Tonne CO2 in der Atmosphäre. Dieselbe Strecke mit dem Auto kommt auf circa die Hälfte an Kohlendioxidemissionen. Und eine Entscheidung für den Zug verursacht knapp 200 Kilogramm, also rund ein Fünftel eines Fluges. Zum Vergleich: Eine Eiche müsste 50 Jahre wachsen, um diese Menge an CO2 wieder aufzunehmen. Für die Autofahrt bräuchte sie 70 Jahre und für die Flugstrecke sogar 90 Jahre. Auch wenn die Flugpassagierzahlen in Österreich seit Jahren steigen, sind sie nicht der größte CO2-Verursacher. So machen sie im Sektor Verkehr nur einen Bruchteil aus. Die Industrie allein ist für fast die Hälfte der österreichischen Emissionen verantwortlich. Landwirtschaft und Bau machen jeweils 10% aus. Laut Umweltbundesamt kommt Österreich damit auf ca. 80 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Im EU-Schnitt bedeutet das Klimasünder-Mittelfeld. Also die Industrie, Herr Kühner, die macht einen wirklich wesentlichen Anteil daran aus und nicht das Fliegen, wie viele glauben. Jetzt ist es ja so, dass dieses Plastiksackerlverbot, davon halten Sie nichts. Ich halte sehr wohl etwas davon. Wenn es ein erster Schritt ist, etwas zu bewegen und etwas in Bewegung zu bringen, dann schon. Das Plastiksackerlverbot wird uns in Österreich nicht sehr viel Reduzierung an CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung bringen. Sondern es ist wichtig, dass es nicht ein erster Schritt, sondern ein Symbol ist und dass mehr Schritte folgen. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir auch in der Industrie selber Maßnahmen setzen. Beispielsweise haben wir bei Greiner uns entschieden, dass wir 5 Jahre, bevor 2030 sozusagen 100% aller Verpackungen
Verpackungen entweder recycelfähig, wiederverwendbar oder kompostierbar sein sollen. Da haben wir uns selbst verpflichtet, das 5 Jahre vorher schon zu machen. Und ich glaube, diese Maßnahmen, so kann jeder einen Beitrag leisten, dass hier wirklich eine Veränderung eintritt. Sowohl die Industrie, aber ich möchte vielleicht noch ein Beispiel machen, da könnte zum Beispiel jeder auch wirklich einen positiven Beitrag leisten. Sie kennen vielleicht alle aus dem Supermarkt den Joghurtbecher, der innen Kunststoff ist und außen einen Papierwickel hat. Wir haben das bei Greiner mal erfunden, diesen Becher. Der hat außen so etwas wie einen Reißverschluss. Den kann man einmal ziehen, dann kann man Kunststoff und Papier getrennt entsorgen. Da könnten wir alle mit einem Handstrich etwas tun. Was aber natürlich bleibt, ist trotzdem ein Plastik. Es ist ja ein gutes Beispiel für beides, weil ja Umwelt- und Klimaschutz quasi auch oft verwechselt wird. Aber beim Plastik bleibt es einfach, dass Erdöl einfach dazu notwendig ist, um Plastik, um Kunststoff zu erzeugen. Das wird man nie wegreden können. Und weltweit wird nicht mehr als 10% von Plastik recycelt. Das ist heute so, aber ich glaube, es braucht Anstrengungen von uns allen, das zu verändern. Es gibt viele Bestrebungen und Entwicklungen, dass auch auf Erdöl und Erdgas verzichtet werden kann als Basis für Kunststoffe. Heute werden ungefähr 5-7% des Erdöls für Kunststoffe verwendet. Und es gibt Entwicklungen in diese Richtung. Aber ich glaube, dass es von uns allen Bestrebungen braucht, andere Materialien einsetzen zu können. Und dann können wir dort auch etwas verändern. Aber heute haben wir die technologische Basis dafür noch nicht. Herr Schneider, Sie wollten was sagen? Ich muss was zu der Grafik sagen, die wir gerade gesehen haben, von meinen lieben Kollegen vom Umweltbundesamt, eine sehr kompetente Experteninstitution. Das, was Sie hier sehen, ist lediglich der nationale Flugverkehr. Das sind ungefähr 50.000 Tonnen, das heißt, das sind die Flüge Innsbruck nach Wien, Wien nach Graz. Was fehlt, ist der internationale Flugverkehr. Der hat 2,5 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen. Das heißt, um hier nicht das falsche Bild zu geben, internationaler Flugverkehr ist ein wesentlicher Treibhausgassünder, macht ungefähr etwas mehr als 10% der Verkehrsemissionen aus. Es ist nur so, der internationale Flugverkehr wird nicht für unsere nationalen Ziele angerechnet. Deswegen ist er in der Grafik nicht drinnen. Gut, das war eklig. Bitte. Also, ich würde ganz kurz auf das Plastiksackerlverbot eingehen. Das ist ein wesentlicher Punkt, das auch dieser vergangenen Bundesregierung, die wir ja implementiert haben und das jetzt auch im Nationalrat umgesetzt wird und auch durchgesetzt wird, dass ein wichtiger Faktor ist in dem Bereich. Aber ich würde noch einen Schritt weitergehen, dass wir in diesem Bereich wesentlich mehr noch machen könnten oder auch können, dass wir das Pfandsystem gleich wie in Deutschland einführen, dass wir sagen, Plastikflaschen aufkommensneutral zu sammeln und dann dementsprechend wieder zu recyceln, um hier auch dementsprechend eine Kreislaufwirtschaft im Plastik zu finden und auch zu implementieren. Ich glaube, das wäre eine wichtige Maßnahme, die wir auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch umsetzen könnten. Ich finde das, ich würde da gern drauf eingehen, weil wir haben da einen Plan liegen, wie wir unsere Ziele erreichen sollten. Und wir reden jetzt gerade schon wieder von einem Plastiksackerlverbot. Ich würde da gern wieder zurückkommen auf das eigentliche Thema. Und ich glaube, was es jetzt braucht, sind tatsächliche Maßnahmen. Wir sehen in Österreich, dass die Treibhausgasemissionen weiterhin steigen. Und ich glaube, in dem Fall ist es wirklich wichtig, dass es ein Volksbegehren gibt, dass dem Volk auch die Stimme im Parlament ermöglicht, hier zu sagen, wir stehen hinter ambitionierten Klimazielen. Das dürfen keine kleinen kosmetischen Sachen sein. Und weil wir vorher die Grafik gesehen haben mit dem Flugverkehr, das ist ein gutes Beispiel, weil hier braucht es die Politik zur Lenkung. Wenn der Zug viel, viel teurer ist als das Flugzeug, der Zug nach England, ich habe den mal genommen, der ist dreimal so teuer mindestens wie der Flug, dauert 26 Stunden. Ich verstehe viele Leute, die hier aufs Flugzeug umsteigen. Hier braucht es Lenkungsmaßnahmen auch von der Politik. Und genau diese Rahmenbedingungen müssen wir jetzt setzen. Und kleine kosmetische Maßnahmen werden uns nirgends hinbringen. Ja, um das aufzugreifen, was hier gesagt wurde, ich meine, die Kunststoffindustrie ist schon sehr wichtig. Ich werde die symbolischen Maßnahmen nicht unterschätzen, aber wir sollten zu etwas anderes kommen. Aber der Industrie ist es, glaube ich, das wichtige Bemühen. Und ich weiß, dass da was passiert. Ich weiß auch von Rudi Anschauer in Oberösterreich. Und Ihr Unternehmen ist da ja auch dabei, die Recyclingfähigkeit voranzutreiben. An dem wird es liegen, wie so oft, bis hin zu der Elektromobilität, wenn die Batterien nicht länger halten.
und die Rohstoffe dort wieder vernünftig verwendet werden, wenn wir überall ein Problem haben. Aber also ich will nur sagen, dass man nicht immer auf alle gleich losgehen muss oder soll. Und ich weiß, dass da auch was Vernünftiges passiert. Aber jetzt zum eigentlichen Punkt. Und warum braucht es überhaupt eine Politik? Weil sonst gehen wir alle nur mehr in die Veranstaltungen des Herrn Kurz, da kommen die Kanzelprediger. Und wir machen alle auf Sekte und die Politik ist egal. Ja? Dann machen wir nur mehr auf Religion. Nein, und jeder handelt nach irgendwelchen ethischen Grundsätzen. Aber was nicht sein kann, ist ja, dass die ganze Verantwortung privatisiert wird. Es kann nicht dabei bleiben, dass diejenigen, die sich verantwortungsvoll verhalten, ob es die Betriebe sind, die produzieren, oder die Konsumentinnen und Konsumenten, dass die, die sie richtig verhalten, immer viel mehr zahlen als die anderen. Ein Beispiel wurde gesagt, ich kenne das auch. Ich bin verlacht worden zum Teil im EU-Wahlkampf, weil ich immer gesagt habe, ich fahre so gut ich kann, ändert immer. Aber doch, jetzt ist es gelungen mit dem Zug und zahle aber noch viel mehr. Genau das Beispiel. Ich würde das gar nicht mehr weiter ausführen. Ein Vielfaches zum Teil. Ja. Und jetzt geht es einmal darum, dass wir endlich die Investitionen umlenken. Die umweltökonomischen Instrumente sind ja bekannt. Die schädlichen Subventionen rausziehen, das sind in Europa und Österreich viele, viele Milliarden rein in die richtige Richtung, richtig investieren. Ökologisch-soziale Steuerreformen, sprich Klimaschutzsteuerreformen, die hat der Kanzler begraben, erst anlässlich der letzten Steuerreform, hat den allen die lange Nase gezeigt. Ja? Und deshalb schreibt der Herr Kirchengast, da ist er so. Und das geht durch. Und jetzt schauen wir uns nur mal abschließend die Rankings an. Ja? Wir sind in Österreich überall hinten. 19 ist gesagt worden, wenn es um die 19. Platz, wenn es um die Bewertung der Zukunft Zukunftspläne geht, ist schon nicht super. 22 im Verkehrssektor, da muss am meisten passieren. Und dort, wo man es vergleicht mit dem, wo seit 1990 was weitergegangen ist, sind wir überhaupt bei den allerletzten. Wir sind in der Schmuttelecke der Klimaschutzpolitik und da müssen wir raus als Österreich jetzt. Ja? So. Aber und das ist doch eine Aufgabe für die Politik. Aber ich greife jetzt nur auf, Herr Kogler, die Ökosteuer, die Sie jetzt angesprochen haben, wird die eigentlich wieder hineingeschrieben, glauben Sie? Oder werden Sie sie reinschreiben in den Klima- und Energieplan? Dann für bis Ende des Jahres, ich glaube, wie Sie im Umweltbundesamt waren, waren Sie noch dafür? Na, letztendlich gibt es unterschiedliche Instrumente, wie die gleichen Ziele erreicht werden können. Ich habe vorher das Beispiel der Ölheizungen gebracht, wo wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind und im Gebäude, im Heizungssektor von fossiler Energie wegzukommen. Ich habe auch schon gesagt, im Mobilitätsbereich brauchen wir zusätzliche Dinge. Das wird am Ende die Politik zu entscheiden haben. Wir werden die unterschiedlichen Vorschläge zusammentragen. Wobei, jetzt muss ich schon noch sagen, wir waren jetzt in den letzten Monaten nicht wirklich untätig. Wir haben, das ist medial untergegangen, wir haben vereinbart, dass die EVN aus der Kohleverstromung heuer aussteigt. 2020 wird in Österreich das letzte öffentliche Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Wir sind das einzige Industrieland in Europa, das weder Atom noch Kohle dann haben wird. Ja, das ist ein wesentlicher Faktor. Also haben wir seit 1990 gehören wir zu den ganz wenigen. Das ist immer das Referenzjahr, wo die CO2-Emissionen zunehmen. Wir sind gesegnet mit unseren Bergen. Ja, zukünftig kommen halt Hangrutschungen. Ist blöd wegen der Klimakatastrophe. Aber grundsätzlich haben wir den Vorteil der Wasserkraft. Und das entbindet uns aber nicht. Das wird aber dort, lieber Werner, da muss ich einsteigen. In der Wasserkraft haben Sie in Graz ein ganz ein anderes Thema. Muss weiterreden dürfen. Aber da muss ich auf die Wasserkraft. In Graz haben die Grünen die Wasserkraft abgelehnt. Also ich bitte schon, dann bleibt es wirklich bei der Wahl. Das ist ein Korruptionsskandal dort, das ist eine völlig andere Frage. Genau, aber inhaltlich wurde dieses Kraftwerk von euch, von den Grünen, in der Stadt Graz abgelehnt. Über 80 Millionen von der öffentlichen Kasse. Entweder ich stehe für Wasserkraft oder ich bin dagegen. Also es gibt dazwischen gibt es nichts. Jede Art von Wasserkraft, das war ein Korruptionsfall, aber das können wir extra anschauen. Aber da habt ihr eine besondere Tradition mit Korruption, das wissen wir. Herr Schneider. Also der Umbau des Energiesystems, vielleicht um das auch klar zu machen, der Umbau des Energiesystems. Ökosteuer, vielleicht können Sie das, weil Sie waren eben, Sie waren dafür, wie Sie im Umweltbundesamt waren. Einmal habe ich eine Aussage gefunden, dass Sie für eine Ökosteuer wären. Wären Sie jetzt dafür, das doch wieder in so einen Plan hineinzuschreiben? Es ist eine der Optionen, die geeignet sind, uns den absolut unerlässlichen Klimaschutzzielen näher zu bringen. Am Ende des Tages, habe ich schon einmal gesagt, ist es eine Frage, wie die Politik sich dazu entscheidet. Wir werden unterschiedliche Optionen ausarbeiten, vorlegen.
Sie hat, wir wissen, dass sie funktioniert, so wie andere Instrumente funktionieren. Wir wissen, dass man sie schlecht umsetzen kann, Beispiel Frankreich. Wir wissen aber auch, dass man sie gut umsetzen kann, Beispiel Schweden. Letztendlich werden wir, glaube ich, schlicht und ergreifend die Möglichkeiten am Tisch legen und dann wird entschieden werden von der Politik. Aber wie wir die Klimaziele heißt das erreichen. Auch nur, auch zur Konkretisierung, es muss diese Regierung handeln, die jetzt im Amt ist, weil sonst geht es sich nicht aus, wenn bis Ende des Jahres alles fixiert sein muss. Also letztendlich ist es so, und das ist in dem Beitrag gut rausgekommen, dass wir beim Klimathema insgesamt nicht viel Zeit zu verlieren haben. Jetzt haben wir auf Bundesseite eine Situation, die schwierig ist. Das sollte auch niemand in den anderen Gebietskörperschaften daran hindern, Maßnahmen umzusetzen. Klimanotstand finde ich wunderbar. Ich hoffe, das spiegelt sich dann natürlich auch in den Gemeinden wieder, indem die gemeindeeigenen Objekte auf erneuerbare Energie umgestellt werden, dass der Fuhrpark klimafreundlich betrieben wird, dass die Bundesländer ganz wichtige Partner für uns bei ihren Bestrebungen im Mobilitätsbereich, im Gebäudebereich letztendlich weitermachen. Ich muss aber auch sagen, der Bund hat eine wichtige Rolle, hat eine zentrale Rolle, auch als Vermittler zwischen Europa und Österreich. Wir werden von unserer Seite mit Hochdruck weiterarbeiten. Wir werden am Erneuerbaren Ausbaugesetz weiterarbeiten. Wir werden Vorarbeiten zum Energieeffizienzgesetz machen. Wir werden an der Wärmestrategie weiterarbeiten. Wir werden an dem Thema Green Finance weiterarbeiten. Letztendlich, wer wann die politische Entscheidung trifft, kann ich relativ schwer beeinflussen. Ich freue mich ja, dass jemand von der Industrie da sitzt, weil es wahnsinnig schwierig ist, jemanden dazu zu bringen, an solchen Diskussionen teilzunehmen von der Industrie. Was muss denn die Industrie Ihrer Meinung nach tun? Letztendlich muss die Industrie den Weg mit uns gemeinsam gehen zu einer klimafreundlichen Produktionsweise. Wir haben gehört von anderen Ländern, die in den letzten 25 Jahren im Klimaschutz durchaus nominell erfolgreicher waren in Österreich. Das sind nicht wenige Länder, die ihre Klimaschutzziele dadurch erreicht haben, dass sie deindustrialisiert haben, dass die Industrie nach China ausgewandert ist. Unser Ziel ist, dass wir den Industriestandort Österreich stärken, indem wir auf Innovation setzen, indem wir das Instrument des europäischen Emissionshandels Schritt für Schritt nachschärfen. Das war bisher noch keine große Erfolgsgeschichte. Was bedeutet das konkret nachschärfen? Na, letztendlich haben wir jetzt Regelungen umgesetzt, die dazu führen, dass der bisher vorhandene große Überhang an Zertifikaten, und ich möchte nicht in die technischen Details gehen, deutlich schrumpft. Und das bedeutet, dass Unternehmen, die CO2 emittieren, in Zukunft dafür einen ordentlichen Preis zahlen müssen. Und das ist natürlich dann ein sehr marktwirtschaftliches Instrument, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Wir sind mit vielen Unternehmen da auch wirklich in guten Gesprächen. Das braucht entsprechende Unterstützung, was die Innovation betrifft. Aber wir wollen eine klimafreundliche Industrie hier am Standort in Österreich und dafür versuchen wir, die Rahmenbedingungen zu machen. Was nicht gilt, ist ein weiter wie bisher. Die Kosten, die Österreicherinnen, die Europäer und alle Weltbürger tragen müssen, wenn wir keinen erfolgreichen Klimaschutz machen, die kann niemand tragen, weil die gehen wirklich, wirklich ins Unermessliche. Aber wie gesagt, wir haben mit vielen Unternehmen, zum Beispiel mit der Föst, jetzt ein Projekt umgesetzt, wo sie von Koks auf Wasserstoff umstellt. Und wir wollen zeigen, dass das einfach geht, dass Klimaschutz mit einer innovativen Wirtschaftspolitik kompatibel ist. Das wird zumindest den Großteil der österreichischen Industrie freuen. Ich möchte vielleicht auch nur unterstreichen, dass sozusagen, weil Sie gesagt haben, den Weg gemeinsam gehen. Ich glaube, dass es sozusagen auch unterschiedliche Wege in die gleiche Richtung gibt. Also, weil was schlecht wäre, wenn ein Industrieunternehmen sozusagen nur die Dinge umsetzt, die sie als Politik vorgeben oder vorzeichnen. Wir haben uns beispielsweise entschieden, dass wir bis 2030 unsere CO2-Emissionen spezifisch um 50%, also um die Hälfte senken, obwohl wir sozusagen nicht umfasst sind. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist heute als
Früher war für viele Mitarbeiter wichtig, dass das Gehalt stimmt und dass ich schnell dorthin komme. Heute sind für Mitarbeiter so viele Dinge wichtig. Also das war bei uns im Unternehmen, sozusagen kann man sich vorstellen, wenn einer in der Zentrale was vorgibt, dann freuen sich nicht immer alle, wenn da einer eine verrückte Idee hat und haben lange Zähne. Als wir begonnen haben, 2016 unsere Nachhaltigkeitsstrategie damals mit externer Unterstützung zu entwickeln, also das waren wirklich fast Begeisterungsstürme. Also die alle Mitarbeiter überall stehen so dahinter. Und ich glaube, das muss man einfach gegenseitig unterstützen. Also es passiert unheimlich viel. Es ist heute ein Faktor, wo ich mich differenzieren kann. Wir haben, das muss ich sagen, bei Greiners auch ein bisschen leichter, weil wir eben keine Plastiksackerl machen, sondern wir haben eher innovativere Produkte, die höheren technologischen Anspruch haben. Aber ich glaube, es geht eben sozusagen nicht nur im Schlepptau, sondern es geht wirklich, sich gegenseitig mitzunehmen, sich gegenseitig zu befruchten. Ich glaube, dass das funktioniert. Aber bevor es jetzt zu kuschelig wird, ist ja alles okay und richtig. Und ich finde auch diese freiwilligen Maßnahmen und Vereinbarungen auf Industrieseite oder wenn sie Konsumentinnen und Konsumenten, obwohl immer meistens alles teurer ist, was gescheit ist, so verhalten ist super. Aber ich komme zum Hauptthema zurück. Es ist doch Aufgabe der Politik, sehr wohl Vorgaben zu machen. Gerade das Referenzjahr 2030 ist ganz wichtig. Ob wir zum Beispiel, anderes Thema jetzt, Verkehr ist ja viel wichtiger in Wahrheit auch noch, nur mehr abgasfreie Antriebstechnologien zulassen, was im Auto-Pkw-Bereich vermutlich Elektroantrieb ist. Bei Lkw kann es was anderes sein im Übrigen. Mhm. Und Bussen. Das halte ich für die Aufgabe der Politik. Und da kann man das ganze Maßnahmen-Ding durch runterarbeiten. Ja, es gibt Regulierungen und Vorgaben, das sind oft Gebote und nicht nur Verbote. Es gibt vor allem die ökologische Steuerreform, Klimaschutzsteuer, aber das heißt im Übrigen nicht, dass man da ein bisschen was draufzipfelt und dann zahlt irgendwer ein bisschen mehr. Da müssen große Räder gedreht werden. Ja. Also das verheißt ja nichts Gutes, wie der Herr Schneider hier reagiert. Und der Herr Kanzler hat ja nicht nur umsonst diesen Brief bekommen, er hat ja extra die ökologische Steuerreform, die Klimaschutzsteuerreform abgelehnt. Und da besitzt der ehemalige Koalitionspartner hier, vielleicht ja. Weisen wir nicht immer auf die hin, die jetzt nicht. Ja, aber wenn die nicht kommen, entschuldige, da wird es aber wirklich seltsam, ja, die kommen nicht und dann soll man sie nicht adressieren. Abgesehen davon argumentiere ich ja eh mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und da ist es völlig klar, auch bei der Klimaschutz-Enquete im Nationalrat, da waren wir ja beide, war von allen Expertinnen und vor allem auch von den NGOs, also Greenpeace, Global 2000, VCÖ und alle noch dazu, haben gesagt, ohne diese Steuerreform wird es nicht gehen, aber nur einen letzten Punkt dazu. Da geht es nicht insgesamt darum, dass mehr belastet wird, wo der Kanzler wieder die Ausflucht gesucht hat, sondern es ist zunächst einmal zu identifizieren, wo man runtergeht. Das ist meistens, wie man in der Ökonomie sagt, Faktor Arbeit, sprich netto bleibt mehr den Arbeitenden in der Börse, beziehungsweise gibt es halt Steuerrefundierungen oder Transferzahlungen, wenn einer keine Steuer zahlt. So, das ist das eine. Für die Unternehmen gibt es Senkung der lohnsummenbezogenen Abgaben, damit wird der Arbeitsplatz billiger. Aber da sind viele Milliarden zu drehen und der Effekt ist, dass sowohl für die Industrie als auch für die Konsumentinnen das klimafreundliche Verhalten viel billiger und günstiger wird und das klimaschädliche das aber schon teurer. Das hat nichts mit einer Steuererhöhung zu tun. Geht es endlich einmal um eine Systemänderung, endlich wo einmal Reform her soll. Und das wird in Österreich konsequent verhindert und behindert. Und jetzt da bin ich bei Fridays for Future. Die sagen nämlich genau das Richtige. Die sagen, wir sind keine Schwänzer. Die Verantwortung schwänzt sitzen in der Bundesregierung und sie haben Recht. Macht, das hat mich echt berührt und ergriffen gemacht, was die gesagt haben. Ich war ja selber öfter dort. Macht ihr eure Hausaufgaben zur Bundesregierung. Dann aber machen wir sie unsere. Viel, Kuckuck, und da haben sie völlig haben recht. Sie wahnsinnig viel. Ja, aber die Wissenschaftler sind ja auch, die gibt es auch schon. Scientists for Future. Ist ja alles ja. Da. Die werden das am 2. Juli präsentieren. Habe ich auch zum Beginn gesagt, super seit 25 Jahren. Ja, aber die Regierung schläft. Das geht ja nicht so weiter. Die FPÖ will auch Klimaschutz und Umweltschutz. Schreiben Sie sich auch auf die Fahnen als Partei? Das ist schon seit Jahren, schon Jahrzehnten vor den Grünen schon. Also das ist schon lange, bevor es die Grünen gegeben hat, hat die FPÖ schon im Klima, also das, im Umwelt- und Naturschutz. Aber bleiben wir lieber bei dem, ja, was er inhaltlich gesagt hat. Das war, glaube ich, noch dass in Grönland der Wein wächst. Ja. Das war nein, nicht so es lang, ist immer ja. Skurril und spannend. Aber inhaltlich, was er jetzt alles gesagt hat, auch mit emissionsfreien Autos, ich glaube ab 2030 oder so, ja, ist die Neuzulassungen. Genau, ist das etwas, absolut, womit wir anfangen können? Absolut, das ist auch in unserem Parteiprogramm, das steht in unserer Linie. Der Norbert Hofer hat ja schon einige Bücher in diesem Bereich aufgeschrieben. Ökosteuer wird es mit uns, die Ökosteuer in der Form, wie Sie oder wie Sie das auf den Weg bringt, wird es mit uns nicht geben. Denn man muss da ganz ehrlich sein,
Man muss dann auch konkret sagen, was soll der Treibstoff in Euros dann kosten? Ich muss auch auf den ländlichen Raum schauen. Ich muss auch auf den ländlichen Raum schauen, auch in Bezug auf nicht nur auf die Städte, sondern es geht darum, was die Grünen zum Beispiel immer auf den Weg bringen, ist die Abschaffung der Pendlerpauschale, dass es mit uns auch nicht geben wird. Steht in eurem Programm drinnen. Wir wollen definitiv hier eine Ausgleich schaffen, dass wir hergehen und sagen, es muss eine Möglichkeit geben, CO2-neutral sich fortzubewegen in Form von alternativen Antriebsformen. Das kann die E-Mobilität sein, das kann der Wasserstoff sein, das kann Biogas sein. Also hier gibt es viele Indikatoren, die das möglich machen. Und was natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist, ist im öffentlichen Verkehr, das ist diese Nahverkehrsmilliarde, die jetzt leider nicht auf den Weg gebracht werden kann. Und diesbezüglich ist es ein wichtiger Faktor, dass wir auch in den Umweltbereich wieder eine starke Stimme in Österreich erzielen. Ich würde gerne einen Wunsch adressieren, weil Sie gesagt haben, sozusagen die Verantwortung der Politik. Was ich mir wünschen würde, ist vor allen Dingen, dass die Politik wirklich offen und ehrlich kommuniziert und uns als Gesellschaft sagt, wo wir stehen. Weil wir diskutieren über Details, wie viel Cent der Liter Diesel nachher mehr kostet. Wir haben ganz andere Sorgen. Also wenn man sieht, wo wir mit unseren Klimazielen stehen und was das auslöst, wenn wir nichts tun, da wünsche ich mir einfach, dass unabhängig von egal welche Partei es ist, darum versuche ich jetzt keinen anzugucken, das gelingt mir nicht, wirklich, dass wir verstehen, dass wir eine Not haben und dass wir etwas tun müssen. Ja, ich glaube, die Dringlichkeit ist sehr wichtig zu kommunizieren, weil es sind immer ganz kleine Schritte, die angesprochen werden, Einzelmaßnahmen, die dringend notwendig sind. Aber wir brauchen ein Riesenpaket an Maßnahmen und wir brauchen das Verständnis in der Bevölkerung. Und das Verständnis bei den Österreicherinnen und Österreichern ist schon da. Man merkt es ja jetzt mit der Bewegung, die jetzt entsteht. Aber es muss ehrlich kommuniziert werden. Und ehrlicherweise gehen die Treibhausgasemissionen noch immer hinauf. Und wir müssen darüber reden, wie wir sie runterbringen. Und es gibt gute Lenkungsmaßnahmen. Die Politik muss da, glaube ich, Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, die jedem Einzelnen der Industrie klimafreundliches Handeln ermöglichen und leistbar machen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was Sie auch gesagt haben, ist, wir dürfen da nicht mehr die ganze Zeit auch herumstreiten und verhandeln und Lippenbekenntnisse sind nicht mehr genug, sondern gehen wir das jetzt einfach mal gemeinsam an. Was wird denn die Hauptforderung? Sie wollen das, glaube ich, erst Ende Juni bekannt geben, aber jetzt haben wir Ende nächster Woche, übernächster Woche ist dann Ende Juni. Was wird denn die Hauptforderung sein von dem Klimavolksbegehren, das Sie auf den Weg bringen wollen? Vom Klimavolksbegehren darf ich es noch nicht sagen, weil wir in einer Woche dann mit den Forderungen rausgehen. Aber es werden Teile, die heute schon besprochen wurden, drinstehen. Aber einen Punkt können Sie ja verraten. Also Priorisierung. Okay. Es gibt schon einen Punkt, eine Art von Emissionsbesteuerung einzuführen. Wir müssen einfach schauen, dass wir eben das Geld aus dem rausgeben, was viel CO2-Emissionen hervorruft und in das investieren, wo wir klimafreundlich handeln können. Und diese Umsteuerung muss es geben. Es muss aber auch bei jedem neuen Gesetz und jedem neuen Programm Klimaschutz mit einbezogen werden. Also das muss als öffentliches Interesse wahrgenommen werden, weil wir steuern auf eine Zukunft zu, die vielleicht nicht so rosig ausschaut. Wir reden jetzt schon von Klimakrise und nicht mehr nur von Klimawandel. Und hier muss es ganz eindeutig auch immer die Prüfung geben, ist das gut für die Zukunft der kommenden Generationen? Ist es gut für die jetzige Bevölkerung in Österreich? Also jedes Gesetz sollte auch so einer Klimaprüfung quasi unterzogen werden. Eine gute Idee zum Schluss von Ihnen noch wissen wollend, absolut. Herr Schneider? Nein, absolut. Ich möchte noch einmal sagen, wir werden die Klimakrise nicht mit einer Maßnahme oder in einem Level lösen können. Ich bin völlig bei der Kollegin. Es ist das große gesellschaftspolitische Thema, das wir haben. Und wir sollten wirklich versuchen, einen Konsens zu kriegen. Also das Warum braucht man nicht diskutieren. Das Was, weg von den Fossilen, braucht man nicht diskutieren. Über das Wie können wir von mir aus noch ein kurz streiten, aber dann geht es wirklich um die Umsetzung und das sollte zumindest außer Streit gestellt werden. Das muss der Schwerpunkt der Kommission. Ja, aber was denn? Es ist ja nichts da in dem Plan. Und darf ich noch was sagen, wenn die Welt extra adressiert wurde von der Industrie.
Tatsächlich habe ich versucht, in diese Richtung mich relativ zugänglich oder freundlich zu verhalten, weil mir das auch ein Anliegen ist. Trotzdem ist es dann Aufgabe der Politik, was ich da gesagt habe. Man kann auch die großen Ziele, natürlich muss man das angehen. Sonst wird uns ja immer vorgeworfen, ja, es wird über Ziele geredet, sind keine Maßnahmen da. Dann habe ich halt mal über die Maßnahmen geredet. Insgesamt geht es natürlich darum, ja, es geht, jetzt müssen wir einsteigen in das Solarzeitalter. Jetzt beginnt der Umstieg. Von Fossilzeitalter. Er war komplett nicht irgendwie mittendrin. Das muss anständig angetrieben werden. Wir kommen nicht weiter, wir sind weit hinten. Es droht Österreich im Übrigen, drohen 10 Milliarden Strafzahlungen. Das haben jetzt sogar schon die Finanzreferenten aller Bundesländer überzuckert, weil wir nicht vorwärts kommen. Das ist ja der Punkt. Also da geht es ja um ganz große Dinge. Ja, von mir aus, sage ich ja dauernd, fürchtet euch nicht. Wir nehmen auch die Chancen und nicht immer nur kleinteilig alles aufhalten in Wahrheit. Ja? Wenn wir nämlich wirklich über die Maßnahmen reden, passiert genau gar nichts. Bei jedem Vorradlweg, den wir durchsetzen wollen, ist immer irgendwer dagegen, von blau, schwarz, leider machen wir einfach rot. Das stimmt ja nicht. Der Flughafenausbau wird vorangetrieben in Wien massiv. Es werden Autobahnen weiter geplant und gebaut. Wie geht es um Arbeitsplätze oder was geht es denn in dieser Republik? Diese Maßnahme, Umweltpolitik statt Wirtschaftspolitik, das ist ein Konträr. Das ist konträr. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Aber da schauen wir dort, wo die Grünen regieren, in den Bundesländern, da ist das. Da sieht man ja, in Wien staunen und stauben. In Wien staunen und stauben. Das ist die grüne Umweltpolitik. Das ist doch ein Unsinn. Herr Huber, ich frage den Bürgermeister zum Schluss. Herr Bürgermeister, was wünschen Sie sich von der Politik? Was wünschen Sie sich von der Regierung? Ich wünsche mir auf jeden Fall keine neuen Steuern, weil von denen haben wir in Österreich genug. So ist es. Und neue Steuern regeln gar nichts. Und dem Herrn Kugler wollte ich nur sagen, wir haben jahrelang gekämpft für den Radweg R7. Man hat nicht Schwarz-Blau verhindert, sondern der Umweltombudsmann. Also da muss man auch drüber nachdenken, dass das nicht in Ordnung ist. Neue Steuern lösen gar nichts. Okay, vielen Dank Ihnen allen. Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber ist überzeugt davon, dass alle gegen den Klimawandel kämpfen sollten und es auch können. Er meinte, jede und jeder Einzelne von euch kann den Schlüssel zur Lösung eines wichtigen Problems in der Tasche haben. Also wühlt weiter in euren Taschen, meinte er. Damit bedanke ich mich bei meinen Gästen für die Diskussion, bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Reden Sie darüber. Nach der Sendung sehen Sie passend zu unserer Diskussion heute Useless, wenig ist mehr, ein Doc-Film aus Anlass der ORF-Initiative Mutter Erde, verwenden statt verschwenden. In diesem Fall geht es um Nahrung und Kleidung. Auf Wiedersehen, bis nächsten Sonntag.